Liebes Bonbonland, falls du eines deiner VR-Brillen vermisst, dann rate ich dir, schau mal da in den Graben. Da liegt auf jeden Fall eine. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn der dazugehörige Kopf hat es ja wohl zurück in die Station geschafft. Er liegt auf jeden Fall nicht da. Ja, das hier nenne ich mal ein kleines Zimmer. Aber scheißegal, denn erstens bin ich auch ein kleiner Typ, also passt das. Zweitens ist das hier nicht TripAdvisor, sondern... Das Bonbonland heißt übrigens Bonbonland, weil es nach der Bonbon-Marke mit dem einfallsreichen Namen Bonbon benannt worden ist. Bonbon ist oder war bekannt für sehr skurrile Geschmacksrichtungen. Unter anderem gab es die Geschmacksrichtung Hundefurz. Und genau nach diesem Vorbild wurde auch dieser Ride benannt. Er heißt einfach Hundefurz. Ja, ihr habt richtig gehört. Hundefurz. Oder auch Belloblé. Das optische Highlight vom Hundefurz ist natürlich Henry, der furzende Hund. Auch wenn wir ihn gerade beim Scheißen erwischt haben. Das hörbare Highlight ist aber auf jeden Fall die Durchfahrt durch diese Hundehütte hier. Denn dabei wird man akustisch direkt angefurzt. Efteling oder das Phantasialand sind ja bekannt dafür, dass sie auch gerne mal mit Duftstoffen arbeiten. Ich bin allerdings froh, dass das Bonbonland hierbei davon abgesehen hat. Was ich im Djurs Sommerland nicht geschafft habe, konnte ich nun im Bonbonland nachholen. Und zwar bin ich hier meinen ersten Gyro Swing gefahren. Mit dem sperrigen Namen Svenel Swing Arm. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Fahrt ist schon mega geil, war für mich aber 50% Ekstase und 50% pure Panik. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal sage, aber ich hätte mir gewünscht, dass der Bügel ein bisschen enger ist. So gab es ordentlich Spielraum, der bei jedem Richtungswechsel mein Vertrauen auf eine harte Probe gestellt hat. Rein optisch gesehen wurde der Gyro Swing hier im Park auf jeden Fall am meisten benachteiligt. Denn er ist weder schön thematisiert, noch gut eingebettet oder anderweitig gestaltet. Das macht aber gar nichts, denn ähnlich wie bei einer Holzachterbahn beeindruckt ein Gyro Swing ja schon durch seine einfache Existenz. Meiner Meinung nach wird es ja so langsam mal Zeit für den ersten Gyro Swing in Deutschland. Aber ich kann verstehen, dass man damit noch so ein bisschen zögert, denn für so eine einfache, in Anführungszeichen, Schaukel braucht ein Gyro Swing doch eine tierisch große Grundfläche. Auf jeden Fall eine zu große Grundfläche, dass man damit mal eben den fliegenden Hai ersetzen könnte. Nur so als Beispiel. Schade. Thank you.
Tripsdrill ist ja sowas wie Gerstlauer Hausen und der Hansapark ist sowas wie Gerstlauer Strand. Trotzdem ist Wildschwienet hier im Bonbonland tatsächlich der erste Eurofighter weltweit. Natürlich handelt es sich dabei nicht um die zarteste Versuchung, seit es Achterbahn gibt, aber ich finde die Bahn doch mehr als nur fahrbar. Auch nach mehreren Fahrten bin ich weit davon entfernt, einen sogenannten Gerstake zu kriegen. Aber ich bin ja auch kein UK-YouTuber, also was weiß ich schon. Ich weiß zwar nicht, wie viel Grad es genau sind, aber mit einem Gefälle von über 90 Grad war Wildschwienet bei seiner Eröffnung auf jeden Fall die steilste Achterbahn der Welt. Angeblich. Denn zu Wildschwienet gehört ja noch ein Vertikallooping und wenn man es genau nimmt, steckt ja da drin die steilste Abfahrt. Außerdem bin ich ja der Meinung, dass ein Gefälle von 90 Grad das steilste ist, was man erreichen kann. Das ist im Grunde wie mit der Uhrzeit. 10 Minuten zu früh ist an sich genauso unpünktlich wie 10 Minuten zu spät. Aber was meint ihr? Schreibt's gerne in die Kommentare. Das hier ist Hahnkatten, ein Spinning Coaster von Gerstlauer. Ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht, aber ich bin an sich ja eher ein Fan davon, wenn man bei Spinning Coaster nach außen gerichtet sitzt. Aber hier gebe ich zu, die Fehlersuche hat überhaupt nichts ergeben. Das hier ist eine richtig geile Fahrt. Hahnkatten. Mein erster Spinning Coaster von Gerstlauer war Maskerade im Wiener Prater und das war eher so, nah. Darum habe ich hier gar nicht so viel erwartet, aber umso mehr bekommen. Ich habe es nach der ersten Fahrt schon gesagt, ich sag's auch gern nach der zweiten nochmal. Das Ding ist wirklich hammergeil. Was aber auch hier auffällt, ist, dass Gerstlauer irgendwie ein ziemliches Problem mit Stützen hat. Das scheint die irgendwie so zu überfordern, dass sie es gerne mal übertreiben. Das hier ist die Strecke von Victor Van Dorn. Ich kann mich jetzt auch irren, aber ich glaube mal, es handelt sich dabei um einen Tivoli-Coaster. Aber auf jeden Fall ist das kein Tivoli-Small, auch kein Tivoli-Large-Coaster. Ich sag mal, das hier ist ein Tivoli-Mega-Coaster. Der Einstieg ist zwar schon relativ hoch, trotzdem geht es nochmal einen kleinen Lifthill rauf und danach droppt die Strecke sogar in extra tiefer gelegtes Terrain. Durch die Länge des Zuges kommt allerdings nicht wirklich viel Geschwindigkeit auf. Es ist sogar so, dass man teilweise noch Reibräder verbauen musste, damit der Zug es überhaupt über die Strecke schafft. Trotzdem ist das Ding so außergewöhnlich, dass man es auf jeden Fall mal gefahren haben sollte. Bei Victor Van Dorn kann man sich übrigens entscheiden zwischen einer VR-Experience oder einem klassischen Ride. Die VR-Experience steht nicht wirklich auf meiner Agenda und außerdem habe ich als klassischer Rider sowas wie Walk-On und darum kann ich zur VR-Experience gar nicht so viel sagen. Eigentlich gar nichts. Also halte ich mein Maul.
Ein großer Unterschied zwischen den Freizeitparks in Dänemark und in Deutschland liegt auf jeden Fall in der Nutzung der Rasenflächen. Während man in Deutschland schon fast ein Hausverbot riskiert, wenn man einmal seinen Fuß auf die Wiese setzt, wird man hier in Dänemark quasi dazu eingeladen. So ein Verbot könnte man den Leuten hier aber auch gar nicht verklickern. Denn im Grunde ist ja ganz Dänemark nichts weiter als eine große grüne Wiese. Und da wäre ein Verbot, diese zu betreten, schon fast ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Das Bonbonland verzichtet eigentlich flächendeckend auf den Einsatz von Animatronics. Das ist aber gar nicht weiter schlimm. Denn die Figuren, die hier rumstehen, sind so einzigartig und so skurril, dass sie allein schon vom Angucken Spaß machen, ohne dass sie sich bewegen. Hier mal ein paar Beispiele. Auf jeden Fall ein Plädoyer für schwarze Kleidung in Freizeitparks. Ich komme zum Beispiel gerade vom Biber-Rafting, hab's ordentlich abgekriegt, aber sehe trotzdem nicht so aus wie Sprüches. So, das war's dann auch schon von mir von hier aus dem Bonbonland. Ich hatte auf jeden Fall einen geilen Tag in einem außergewöhnlichen und geilen Park. Ein bisschen negativ aufgefallen ist mir allerdings der Zustand einiger Schienen oder Deko-Elemente hier im Park. Da könnte man eigentlich flächendeckend nochmal durchfeudeln oder ein bisschen nachlackieren. Ansonsten habe ich aber nicht viel Negatives gefunden. Ich muss aber auch sagen, ich habe nicht mehr gesucht. Ciao!